Ich bin nur ein Hausmeister. Warum ihr immer vor meinen Augen zerfetzen? Ich muss ihn immer sauber machen. Ich nicht mögen, wenn ich muss sauber machen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Hier buggen wieder Leichen durch die Gegend, wie man das vielleicht gerade eben links in der Ecke gesehen hat, wenn nicht, einfach mal zurückspulen. Beim letzten Mal ist das Spiel wieder abgestürzt aus ominösen Gründen. Ich weiß ernsthaft nicht warum. Und ich habe eine Sache vergessen. Das ist der gute Punkt, dass ich jetzt wieder hier gelandet bin. Und zwar würde ich die gerne mal mitnehmen. Denn wir haben uns ja einen kleinen Mod installiert, wo ich auch hoffe, dass die Streuung von der Waffe... Hat der keine Waffe mehr da oben? Der hat keine Waffe mehr. Ja, der bringt natürlich sehr viel da oben, wenn er keine Waffe hat. Also Dorfverteidigung, top. Auf jeden Fall. Und, Moment, ich habe vergessen, die Uhren zu machen. So, bang. Die eine Minute zählt dann natürlich nicht mit. Da habt ihr Glück gehabt. Nein, manchmal mache ich die Folgen ja sowieso einfach mal länger. In letzter Zeit schon. Und da kommt das Ding wieder. Ich hätte mich anschleichen können. Hätte ich... Oh, ich bin immer noch im Anschleichmodus. Ich könnte eventuell mal das Radio ausmachen. Ich könnte auch so einen Steueranzug entwickeln, der die ganze Zeit sagt, was ich falsch mache. Das Radio ist noch an. Oh, danke, Anzug. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Natürlich ging es durch ihn durch. Aber das ist doch gerade das, was an Waffen Schaden macht. Wenn ein Projektil dich durchbohrt, bei denen geht das einfach durch, weil es die aus irgendeinem Grund gar nicht trifft. Ich glaube, wenn du den genau frontal ins Gesicht ballerst, trifft es. Oh, er versteckt sich. Aber Ameisen, ja, sind teilweise für uns noch heftiger als Todeskrallen. Eigentlich nicht. Aber die haben einfach eine richtig schlechte Hitbox mit dem Mod. Das war eine etwas ältere Version von dem Mod. Wenigstens treffe ich ihn jetzt. Ansonsten treffe ich den gar nicht. Ich muss den also in die Birne zwiebeln. Ansonsten, der Schuss ist sogar daneben. Jo, jetzt treffe ich den jedes Mal. Hi, willst du auch Bongo 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 spielen? Ach, was soll das denn jetzt? Ah, jetzt hast du wieder Lust, oder was? Natürlich. Oh nein, Überraschungsangriff. Überraschungsangriff. Oh yeah. Und gut, dass diese Cinematic-Scene hier kam. Cinematic. Alter. Noch dümmer kann man es auch nicht aussprechen. Denn dann kann ich meinen Schleichanzug mal wieder anmachen, dran machen. Ameisenfühler. Moment, hatten wir hier schon unsere Waffen geordnet? Nein, natürlich nicht. Super. Dankeschön, Spiel. Dass du immer so für, schön für mich sorgst. So, auf 3 hatten wir die Walter, genau. Dann hatten wir auf 5 den Endolaser, auf 4 die Gatling. Also ich habe das jetzt mal getauscht mit 2 und 4. Die Gatling habe ich jetzt mal weiter nach hinten gemacht, denn die STG ist ja da mal die schnellere Wahl. Dann hatten wir hier den Flammenwerfer, da das Trennmesser und hier Granaten. Schade eigentlich, dass es die Quick-Tasten da nicht weitergehen. Eventuell, wir haben ja quasi was Neues eingeführt. Ihr sendet mir Mods, wenn ihr mir keine Mods sendet, dann werde ich einfach selber welche drauf haben. Und zwar wird jede Woche ein neuer Mod draufgeknallt. Egal, ob er klein ist oder nicht, könnt ihr mir gerne Vorschläge zu senden. Nur einziges Kriterium ist, keine Add-ons. Also keine Add-on-abhängigen Mods bitte. Weil ich habe keins von den Erweiterungen und meistens braucht man immer alle. Aber leider habe ich nur die ganz normale Version von Fallout. Und deswegen würde das nicht funktionieren. Und zwar endet mein Game dann immer im Instant Crash. Sprich, ihr könntet mir höchstwahrscheinlich Mods senden, ohne mich wissen zu lassen, dass das dafür alle Erweiterungen braucht. Und ich würde es installieren. Aber das wird nichts bringen, denn dann wird mein Game sich nicht mehr öffnen. Dann würde ich es deinstallieren, dann auch öffnet sie es wieder. Also, sagen wir mal, Spaß bringt das für euch nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass ihr das machen würdet. Gibt zwar immer so ein paar Spezialisten, aber... Wozu gibt es denn sonst Spezialisten, wenn sie nicht ihre Arbeit machen dürfen? Okay, wer ist das? Das ist ein Soldat und der greift was an? Eine Ameise. Jetzt haben wir helfende Ameise. Denn hier rennt eine ganze Menge von den Typen rum. Oder wir ballern da drauf. Wenn das explodiert. Vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben. Nee, natürlich nicht. Was ist denn da unten? Nicht viel. Irgendeiner hat uns schon bemerkt. Da unten war was Freundliches? Was waren da unten? Ich hab da gerade einen Strich gesehen. Warum explodiert das Zeug nicht? Ah! Peng! Okay, jetzt aber. Ups. Oh. Ist da eine Motorhaube geflogen oder der Typ? Der Angriff des Killerautos! Oh mein Gott! Der Angriff des Killerautos. Ich habe solche Angst.
War das gerade neutral? Nee, war es nicht. Ich picken wir da mal weg, wer auch immer von euch beiden überlebt hat. Wenn es die Ameise ist. Das ist die Ameise? Ich habe gerade was knackeln gehört. Was knackeln? Was ist ein Knackeln? Pümpeln, Lackierpistole, alles mit. Pümpeln! Komm, wir gehen mal pümpeln! Hey Philipp, komm, wir gehen mal ein pümpeln! Das wird sowas von der Folgenname, wenn ich das überhaupt beim Editing noch sehe. Ansonsten wird das nicht der Folgenname, dann könnt ihr mich ja mal darauf hinweisen. Oder mich auslachen. Was zur Hölle haben wir denn da? Ach nein, die ist doch nicht riesig. Wie kommst du da drauf? Wo ist der Typ hingeflogen? Genauso wie Doc Hoffs Assistent weg. Alter, das Ding ist wirklich gigantisch. Scheiße, ey. Und der Typ ist tatsächlich weggeflogen. Dann entferne ich mich mal ein bisschen von der Ameise und kratze mir währenddessen unbemerkt an der Nase. Hey, die Framerate geht wieder runter. Das ist doch sehr schön. Und flankieren mal von rechts, denn wenn ich hier... Ja, da hinten geht schon wieder die Action ab. Wenn ich von hier nämlich angreifen würde, nah an der Ameise dran, wird die Ameise mich hören, wird auf mich zuchargen. Und dann hätte ich die Ameise als Problem und die Raider, die hauptsächlich auf mich schießen, weil die Ameise, sag mal, die noch nicht provoziert hat und die alle eher auf mich wollen, weil ich geschossen habe. Verdammt, wer hat mich gesehen? Ach du, kleiner Mann, wie konntest du mich denn sehen? Hast du dann für eine plausible Erklärung? Eine plausible Erklärung, bitte? Au, das könnte scheiße werden. Komm, hol mir mal meinen Rösti raus. Oh, tut das weh? Das tut mir leid. Also, oh, das war knapp. Ich will ja hier bloß keine Leute verletzen. Das ist ja das, was ich auf keinen Fall machen will, meine ich. Nicht auf jeden Fall. Junge Raiderin. Auf einer Raider steht. Alter, von mir viele. Hi. Alles klar bei dir? Wir probieren dir einfach mal in die Birne zu ballern. Okay, wenigstens ein Treffer. Auch ein Treffer. Aber das interessiert ihn gar nicht. Vor allem, du bist leicht hässlich, mein Freund. Nicht, dass das für mich wichtig wäre, aber du bist trotzdem leicht hässlich. Oh. Geht alle kacken! Mein Gott! Nein, die hat mich! Oder auch nicht. Oh, das war knapp. Nein, du siehst deine Sachen. Tut mir leid. Ja, der Flammenwerfer ist voll geil. Hauptsächlich nur, weil die dämlich sind. Ansonsten würden wir trotzdem auf den Sack kriegen. Aber wow! Die Rüstung ist im Wert von 3 Kronkorken. 3! Das ist ja so heftig. Das klappt besser auch noch. Schön. Dann hopsen wir mal zur nächsten Leiche und hoffen, dass er uns nicht ins Gesicht hops. Oh, meine Nase! Sie juckt! Das Ding können wir doch verwenden. Das sieht gut aus. Die Munition. Die Gabel weiß ich jetzt nicht. Lass mal liegen. Muss ja nicht alles mitnehmen. Hi. Au, oh, verdammte Kacke. Stimpak, denn ich höre da schon wieder die nächste Granate hüpfen. Haben wir hier ein Stimpak? Können wir uns gerade mal hier... Können wir uns auch damit versorgen. Ist das schon mal weg? Hi. Sein Arsch. Was? Hä? Oh. Oh, hab ich dich umgenietet? Nee, das warst du gar nicht. Du bist der hier. Lol. 44er Magnum, danke. Die kann ich immer gut zum Reparieren gebrauchen. Finde ich nett. Oh, dass du verdammt an mich gedacht hast. Da sind immer noch mehr. Und nachdem ich ein paar Kugeln in den Rücken kassiert hatte, wusste ich, ich war nicht allein. Genauso wie Mr. Donald Duck mir das damals gesagt hat. Warum auch immer Mr. Donald Duck? Er sagte mir immer, pass auf, dass du nicht flankiert wirst. Und da ist schon wieder eine Leiche unter dem Boden. Pass besonders von den Leichen unter dem Boden auf. Und die Ameisen töten einen Raider. Und pass vor allen Dingen auf, dass du nicht irgendwelche Geschichten erzählst, die einfach überhaupt keinen Sinn haben. Und die einfach nur dämlich sind. Was zur Hölle redest du da? Bist du bescheuert? Hör jetzt auf, ein Flashback von mir zu machen. Mein Gott. Okay. Du kriegst es jetzt. Oh, da ist er. Der hat unsere Rüstung. Nein, die bin ich gar nicht. Du bist ein Sack. Nee, jetzt würde ich gegen den Zaun ballern. Ich bin gleich tot. Ich heile mich mal schnell. Nein, ich gehorche nicht. Ich gehorche nur einem Gesetz. Und das ist das Gesetz der... Ah, Herbert. Ich sag mal, du bist am Arsch. Oh. Mit der tollen Nachladeanimation nach... Genau das. Nachladeanimation. Er hat einfach gar nichts gemacht. Er hat sich nur darum bewegt. Aber egal. Immerhin lädt er nach. Das ist schon mal wenigstens kein Nachteil. Das Ding nehme ich mal mit. Dankeschön. Den Aufklärungshelm nehme ich auch mit. Und du bist nackig. Entschuldige. Im Hintergrund wird wieder gelabert. Könnt ihr nicht einfach mal
konstant Musik liefern, dann wäre der Radiosender viel zu gut, dann wird man gar nicht mehr den Enklave-Sender hören. Deswegen machen die das nicht. Die wollen noch nett sein. Oh, was haben wir da hinten? Sind das Jaoguais? Nee, das ist eine Maurus-Ratte, glaube ich. Aber da ist ein Jaoguai, okay. Sprich, wir sollten jetzt nicht allzu laut sein beim Aufsammeln. Das sah aus wie ein Ödlandhund, der Typ hier. Aufbereitetes Wasser. Ach, das erinnert mich an unseren kleinen Freund, den wir in River City da vergessen haben. Da kommen wir nochmal später hin zurück und geben ihm ein wenig Wasser. Der Arme kann sich das ja wohl nicht leisten. Eine Pinzette. Warum nehme ich die eigentlich mit? Wie bringt die? Ja. So, ich schleiche uns von näher ran und ich mache mal das Gelaber im Hintergrund aus, denn davon hört man sowieso nicht allzu viel. Und es lenkt mich sehr brutal ab. Schleifen wir uns mal an die Typen hier unten ran, denn wir wollten ja nochmal probieren. Was wollten wir probieren? In den Supermarkt reinzugehen. Mal safe, mal wieder. Ah, der Typ da unten sieht nicht allzu freundlich aus. Wir aber auch nicht. Hä? Wow, ausnahmsweise hat er nicht uns gesehen. Es gibt also auch noch andere, die hier im Ödland aufräumen. Das ist doch eine gute Nachricht. Solange die Nachricht so gut ist, dass die nicht auch mich aufräumen wollen. Also, dass das Typen sind, die alles aufräumen. Ach, verdammt, das gibt's doch gar nicht. Natürlich rennt der jetzt genau in unsere Richtung. Guten... Oh, er sieht uns nicht. Guten Tag. Verdammt, guten Tag. Guten Tag. Da backt wieder was durch den Boden. Ich hoffe mal, dass es gleich vor uns liegen bleibt, denn dann kann ich es eventuell verschwinden lassen. Was backt denn da durch den Boden? Was zur Hölle ist das? Moment, ich erwische es? Da, was ist es? Kann ich es anklicken? Oder ist es kein Körperteil? Nee, verdammt. Es backt nur durch den Boden. Wird wahrscheinlich früher oder später wieder dazu leiten, dass mein Spiel abstürzt. Also wenn ihr solche Teile habt, einfach das kleine Häkchen nach oben drücken, mit dem er auch mal gerne mal ein Smiley macht. Der Typ ist abgehauen. Ist aber immer noch sauer auf uns. Oh, deswegen ist er, glaube ich, abgehauen. Da haben wir doch die perfekte Waffe im Moment für... Hi! Alles klar bei dir? Klasse, meine Lux. Nur so, falls du dich fragst, warum ich dich gerade geröstet habe. Wäre natürlich toll, wenn ich ihm das vorher gesagt hätte. Was zur Hölle? Jetzt. Nein, verdammt. Jetzt. Nein, verdammt. Jetzt. Nein. Ja, verdammt. Jetzt. Nein. Ah, ich bin der schlechteste Backfinger aller Zeiten. Sie scheint mir eine Ameise zu sein. Kann ich jetzt irgendwie... Ach, da hinten geht's auch noch ab. Mein Gott, deswegen ist das Spiel wahrscheinlich abgestürzt. Nur wegen dir. Das ist eine Ameise. Vielleicht war es die von da oben. Also, es sieht mir aus wie ein Ameisenbein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich würde gerne eigentlich mal unter die Map abtauchen, um das Ding zu löschen. Aber, nee. So weit cheaten wir auch nicht. Das Einzige, was wir an Cheats hier benutzen, ist, dass wir Sachen wegmachen. Ist das hier vielleicht der Typ? Ja, das scheint er zu sein. Machen wir mal... Was war das... Disable. Peng. Nein, das war es nicht. Ach, das war das. Ja, toll. Damit habe ich mir jetzt Loot genommen. Komm schon, fix das verdammte Spiel. Ich könnte auch die ganze Welt disablen. Aber das, da habe ich nicht so ein Interesse dran. Oh, du bist auch ein... Du bist auch ein hinterlistiges Arschloch. Du kommst wieder von hinten, nachdem ich dir deinen Feind eliminiert habe. Oh, falsche Richtung. Tja, jetzt bist du ein totes hinterlistiges Arschloch. Aber schön, dass du zurückgekommen bist, denn du hattest eine ganze Menge Sachen dabei. Kopftuch, Grün, Luca-Cola, Wasser, Blut, Nagelgedingse, Geblödel. Ist da einer gesehen? Kommt immer noch was. Was kommt denn jetzt? Nochmal, Herr Lurk. Boah, Alter, was ist das hier? Der rotierende Kreisel des Todes? Verdammt. Okay, wartet mal einen kleinen Moment. Ich mach mal gerade den magischen Schnitt. Und da sind wir wieder. Ich habe mir gerade in die Hosen gekackt bei dieser Transition. Nein, habe ich natürlich nicht. Aber ich weiß, was es war. Und zwar war es dieser kleine Penner. Wo haben wir ihn? Ich habe ihn nämlich aufgenommen. Moment, wo ist er? Könnte ich das da rein reparieren? Nee, ich könnte das machen. Das ist doch schön. Hier. Das Ding. Das ist durch die Map gebuggt wie so ein Blöder. Diese kleine scheiß Steppenrüstung. Die ist aber wirklich, die ist hier rumrotiert wie sonst ein Bekloppter. Bist du schon leicht bescheuert im Hürden? Ist der Typ noch in der Nähe von dem Bus? Dann könnte ich nämlich mal die Verwirrung nutzen und seinen Bus zersprengen. Ja, machen wir das mal. Das hat es nicht so ganz gebracht. Hat er überhaupt eine Waffe?
Das Ding explodiert nicht, sehr gut. Warum verschwende ich die Munition, wenn er keine Waffe hat? Ja, die Munition verschwende ich bestimmt auch nicht. Ich kann nicht aufstehen, doch jetzt. Was? Ach, du willst weglaufen! So ist das! Nein, Raider dürfen nicht entkommen. Tut mir leid, aber du gehörst zum Teil meiner Ödland. Meiner Hausmeisterarbeit. Ich bin nur der Hausmeister. Warum ihr immer vor meinen Augen zerfetzen? Ich muss ihn immer sauber machen. Ich nicht mögen, wenn ich muss sauber machen. Ich sei doch nur Hausmeister. Haben Mitleid mit Hausmeister. Ich komme aus... Ich nicht mal wissen. Ich komme aus mütterlichen Russland. Poperze. Oh, Mann. Ich bin heute mal wieder bescheuert. Da oben ist der Jaugwei. Nee, das ist so ein Stein. Das ist der Jaustein. Einer der bemerkenswertesten Steinexemplare aller Zeiten. Das seht ihr euch an. Diese Pracht. Moment, ich kann mal gerade hier unseren neuen Liebling mit rausholen. Sniper Rifle heißt er. So habe ich ihn extra genannt, eigentlich nicht. Oh, da explodieren ja die Augen. Was für ein Prachtexemplar. Seht euch diesen Hintern an. Ja, ich habe einen Mod installiert, in dem der sogar falsch geschrieben ist. Da steht auf Englisch Zoom-Steigerung und Zoom-Steigerung hat er falsch geschrieben. Aber trotzdem funktioniert er ja. Für die Sniper-Rifle, das ist die einzige Sniper-Rifle im Spiel, also die hier, da kannst du wirklich nicht nur die Popel sehen, du kannst die Nase, der, du kannst wirklich von den Popeln die Nase sehen und dann nochmal die Popel, die aus der Nase von dem Popel raushängen. Ja, Popel haben auch eine eigene Nase und da kommen auch noch Popel raus. Genau so ist das. Oh, hi. Da seid ihr ja wieder alle versammelt. Jetzt, wenn ich meine Granate um die Ecke schmeiße, haben wir auf 8. Ja, glaube ich, ein Plan. Aber vorher mache ich hier einen Quicksave. Wenn irgendwas wieder schief geht. Bitte schön, junges Fräulein. Ich hoffe, du genießt es. Ja, ich habe nichts getroffen. Toll. Sollte ich hier warten oder kommen die jetzt bis hierhin? Ich glaube, die kommen bis hierhin. Ne, doch nicht. Ich verstecke mich mal hier hinter der Auswand. Falls die bis hierhin kommen, wird geballert. So, die haben mich verloren. Sehr gut. Gehen wir es nochmal. Hau ruck! Das war immer noch nicht gut. Okay, ich verhalte mich weiterhin ruhig. Bis auf den Punkt, dass ich hier Granaten durch die Gegend wechsle und ich habe schon wieder geschnieft, aber ich bin ja immer noch krank. Was? Warum schreit ihr denn alle hier rum? Oh shit, da sind sie. Jetzt könnte ich eine Granate gebrauchen. So, und jetzt nicht wegtitschen, bitte. Hey, sehr gut. Tatsächlich habe ich was getroffen. Test die Ödland-Banditin. Oh shit. Immerhin haben wir so ziemlich alles verkrüppelt, was man ihr hätte verkrüppeln können. Aber wenigstens nicht die zwei Argumente. Die sind natürlich nicht verkrüppelt. Was? Du reißt mir den Mund aus dem Hund? Das will ich mal nicht hoffen. Würdest du mich jetzt bitte wieder vergessen? Verängstigt wie ein kleiner, winselnder Hund. Ich bin kein Kackbuhn. Hallo, würdest du mich jetzt mal... Was hat hier gerade geknarrt? Boah, jetzt reicht's, Mann. Wie der Graf sagen würde... Ah, nee, das war gar nicht der Graf. War das der Graf? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendeiner unserer Frontschweintruppe würde jetzt sagen... Schluss mit lustig, Kerlchen. Ich sagte... Schluss mit lustig, Kerlchen. Verdammt, das Ding daneben. Ich bin kein Fleischbrocken. Kommt ihr jetzt endlich? Mein Gott, ey. Auf euch muss man echt immer Jahre warten. Kommst du jetzt? Ich will den Überraschungsmoment haben. Den Vorteilsmoment. Die hau ich auf den Kopf, bis die Arme bluten! Bam! Bam! Das würde, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Au, au! Hat die eine Spezialknarre oder ist das einfach nur eine ganz normale 10mm? Au! Gut, Dach. Auf jeden Fall bist du jetzt tot. Will der uns an den... Oh, nö. Och, jetzt komm schon. Ich mach's einfach. So! Das hat für Ablenkung gesorgt. Maul jetzt. Wow, das war Pro, oder? Was willst du denn, du Kackbuhn? Ja, du bist ein Kackbuhn, ich weiß. Ach, ein Raider bist du auch noch. Ein Ghoul meine ich. Ein Raider bist du natürlich. Das könnte brenzlig werden. Au. Oh, das reicht mir. Das machst du nicht nochmal. Du ghouliger Abschaum.
Ja, ich bin Rassist. Ich mag eben keine Ghule. Unter allen Ghulen von euch, es tut mir leid. Tut mir leid, Ghule. Aber ich glaube nicht, dass mir allzu viele Ghule zuschauen. Ich wäre erstaunt, wenn mir ein Ghule zuschaut. Ich wäre erstaunt, wenn es einen Ghule gibt. Hi, da schleichst du dich wieder an, ha? Ohne Waffen, das ist natürlich sehr schlau. Du bist sehr jung, ne? Ich erkläre dir das Prinzip mal. Um Leute zu töten, brauchst du Waffen. Oder zumindest, du brauchst vielleicht auch keine Waffen, aber nicht, wenn der Typ gegenüber auch eine Waffe hat mit mehr als 200 Schuss. Das ist nicht ganz so schlau. Und weißt du, was ich dir auch noch erklären muss? Du musst Schaden nehmen, wenn ich dich anschieße. Das ist natürlich die wichtigste Regel. Geht doch. Peng. Ah, du willst einen Boxkampf? Gut, dann machen wir einen Boxkampf. Ich leg mir mal eine kleine... Hier, das ist meine Faust. Bitteschön. Machen wir einen Boxkampf. Was zur Hölle? Boxkampf. Ah. Alter, der blockt das Ding. Wie kannst du eine Motorsäge blocken? Oh, entschuldige bitte. Kommt jetzt dieses Kackding von der Seite, was uns eben schon attackiert hat. Oh, eine Schleichrüstung. Wo sind die Ameise? Haben wir den? Ja, den haben wir schon geplündert. Und jetzt geht's ab in den Supermarkt. Ich könnte mich rein theoretisch schon mal verabschieden, denn das wird sowieso nicht überleben. Hi. Ist das noch alles dabei? Das heißt, die Raider haben den getötet. Das Biest hängt da immer noch hinter der Wand. Ich muss es aber ausschalten, bevor ich da reingehe. Denn wenn ich da reingehe und das Biest kommt jedes Mal, wenn ich nach draußen gehe, wäre nicht so dufte. Ey, das macht dir immer noch keinen Schaden. Ich krieg das schon leicht auf, dass er überhaupt keinen Schaden kriegt. So ein kleines Kackbiest, ey. Okay, das war meine Schuld. Das war schon wieder meine Schuld. Alter, nee, das kann jetzt nicht sein. Hallo? Warum geht jede Kugel da durch? Okay, jetzt zoome ich genau drauf. Ich muss natürlich die Bewegung mit nachladen. Aha. Ah. Verdammter Laternenfall. Du bist gegen mich. Ich verfluche dich. Okay, wir können tatsächlich nicht treffen. Denn wie man das gerade gesehen hat, habe ich tatsächlich durch ihn durchgeballert. Und schon wieder. Jetzt ist getroffen. Ja, komm her. Du bist ein kleiner Spacken. Dann machen wir das eben so. Bitteschön. Und Happy Birthday. Er lebt immer noch. Bitteschön. Und Happy Birthday to you. Er lebt immer noch. Du willst mich doch verarschen. Du kleiner Hut. Alter, jetzt leck mich doch an der Schwarte. Nicht am Arsch. Wollte ich niemals sagen. Dieser Hitbox ist sowas von am Arsch. Okay, 7. Bitteschön. Damit trifft man wenigstens. Und ich bin mir 1000%ig sicher, dass der... Oh, falscher Knopf. Disable. Dass der sonst durch die Map backt. So, und dann... Oh! Oh! 5 EP. 5 Punkte zum Skillen. So. Jetzt die Frage. Ich würde gerne mal auf Reparieren gehen, denn unsere Waffen sind immer nicht im besten Zustand. Gehen wir mal da drauf. So, was haben wir noch? Intensives Training. Könnten wir auch mal wieder drauf gehen. Nee, was hatten wir beim letzten Mal? Energiewaffen. Ah ja, genau. Dann kriegen wir nochmal 5 Punkte da drauf. Oder gehen wir auf die anderen Sachen? Gibt es da noch irgendwas anderes? Vatersöhnchen, Baba. Ist die Frage. Pulse Rifles. Alter, hier gibt's so viel. Streuung, Schwere. Sie haben bla bla bla. Das senkt die Streuung. Das ist doch cool. Aber eigentlich ist die beiden reingemordeten Waffen ziemlich gut. Supermutanten haben wir auch nicht andauernd. Das ist so, keine Ahnung, so querfeld ein. Was ist das? Starker Rücken. 30 Pfund mehr, okay. Revolvermann. Solange sie ein Gewehr oder eine ähnliche Waffe verwenden, die mit zwei Händen bedient, bla bla bla, erhalten sie einen Bonus von 15 oder gar 25%. Nehmen wir das doch. Das klingt doch toll. Das heißt, sobald wir zwei Waffen mit zwei Gedingsen in der Hand haben, was wir eigentlich immer haben, zwei Griffen, da hinten ballern schon wieder welche. Ja, da kommt schon wieder was angeschlichen. Dann haben wir erhöhte VHTS-Präzision. Und ich würde schon mal sagen, danke fürs Zuschauen. Haut doch mal ein Like rein, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Fallout 3, denn dieses Spiel wird es 1000%ig nicht überleben, wenn ich jetzt in diesen Supermarkt gehe. Ah,
Wir sehen uns und haut rein.